Willkommen zu einem neuen Video auf PB Pro. Heute gegen Kenny S. Ich würde auch sagen, dass es schon der echte Kenny S ist. Besonders, weil man hier bei PB Pro ein Map-Voting macht. Und die erste Map, die er gebannt hat, war Orb-Map. Die zweite Map, die er gebannt hat, war eine Orb-Map. Also übrigens hier die es nicht wissen, Kenny S ist ein Pro-Gamer und der hat den Spitznamen The Orb Magician. Und der war zumindest mal extrem gut auf der Orb, inzwischen ist er nicht mehr so krass. Good play from Kenny early towards challenging towards connector. Wow. Sick shot from Kenny. Getting warmer, spots Kate config down below. I think actually his own gun blocked him from seeing exactly where he was. What a snap! As he snaps over to get him back, it's 1-on-1. He's already toward the bomb, taps it, pulls him off. In seinen Top-Zeiten hatte er den Spitznamen Orb Magician schon durchaus verdient. Hallo, danke. Ich hab 100% Headshot, das ist doch schon mal ein Headshot. Oh man, das war perfekt. Was aimte sich zusammen? Ich stand 20 Minuten lang rum, ohne mich zu bewegen. Ich würde den gerne auf einer Orb-Map sehen. Come on. Ah, er schreibt yes. Was ein Affe. Komm, wir spielen hier jetzt mal aggressiv weg. Oder wir versuchen einfach mal irgendwas zu treffen. Er ist halt leider einfach zu easy für mich. Was man jetzt auch bei einer so deutlichen Führung sieht. Und ich habe, glaube ich, immer noch 100%. Ich habe immer noch 100% Headshot. Dass das ein Headshot war, bezweifle ich jetzt eigentlich schon in der Theorie, aber in der Praxis beschwere ich mich nicht darüber, dass das als Headshot durchging. Junge, du Affe. Der trifft ja gar nichts, selbst wenn man vor ihm stehen bleibt. Nice, ach so, nice. Da kommt wieder das Franzosen-Englisch raus, also die nicht vorhandenen Skills. Jetzt mal ohne Witz, der Typ ist halt echt nicht krass. Oder ob ich ein anderes Video morgen in meiner Freistunde schneide. Wenn ihr mehr von dem Format sehen wollt, schreibt es auch bitte in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch bitte ein Like da. Und abonnieren natürlich nicht vergessen, wenn ihr keine Videos verpassen wollt.